Jesus erklärt, eins in mir. Der Bräutigam kommt, geh hinaus, ihm entgegen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Oktober 2010 von dem Herrn Yahushua HaMashiach, die Worte des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online-Versammlung. Für Jason and Chase und für die kleine Herde des Herrn und für all jene, die Ohren haben und hören. Jason, ich frage mich, was die Definition einer Kirche der Menschen ist. Yahushua antwortet, wie soll die Kirche meines Leibes eins sein in mir? Chase, durch deinen Geist? Yahushua, und wenn ihr in meinem Geist und durch meinen Geist steht, wo steht ihr? Chase, in dir, Herr, Yahushua. Yahushua sagt, Amen, wo aber stehe ich? Ich stehe völlig abgesondert und heilig, abgesondert in Herrlichkeit, denn ich bin nicht von dieser Welt und jene, in denen ich wohne, müssen auch so werden, wie ich bin, wo ich bin, abgesondert und heilig, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch Gnade aus Gnade. Deshalb können jene, die drinnen sind, in den Kirchen der Menschen, niemals in mir eins werden. Nur jene, die draußen stehen, werden eins werden. Und um Mitternacht hörte man ein Geschrei. Seht, der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. Das ist Matthäus 25,6. Geliebte, versteht auch dies. Solange meine überheblichen Schafe drinnen bleiben, können sie niemals eins werden. Deshalb werde ich in der Tat niederreißen. Ich werde entwurzeln und zerstören. An ihre Stelle treten, wieder aufbauen, wiederherstellen, sie hochheben und vereinen. Sagt der Herr. Jason, danke Herr, du bist großartig, du bist Barmherzigkeit, du bist Liebe, du bist unendlich und ewig, du bist Abba, Vater. Yahushua antwortet, Amen, sage ich zu dir, denn ich bin, ja, ich bin er. Du hast das Recht, mich Abba zu nennen, denn das ist es, was ich bin. Und du bist ein Sohn für mich gewesen. Sogar bis der Tag endet, soll es so sein. Und wer, frage ich dich, soll auch nur einen Sohn des Allerhöchsten Gottes überwältigen? Jason, niemand außer dir. Überwältigst du uns? Überwältige mich, Yahushua. Yahushua antwortet, ich werde dich in der Tat überwältigen und neu erschaffen. Du in mir, ich in dir. Doch in der Welt wird niemand, der bösen Herzens ist, euch überwältigen. Denn das, was in meinem Bild wiederhergestellt ist, wird niemals sterben. Noch kann sich jemand mir nähern, denn ich werde in dir wohnen. Denn der Menschensohn kam, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Seht, ich komme wieder. Doch vor der Zeit werde ich tatsächlich zurückkehren und einsammeln und mein Bild durch meine Zeugen offenbaren. Denn wie der Menschensohn war, so werden auch meine Zeugen sein. Jason, Herr, sollte ich weiter fasten? Yahushua antwortet, komm zu mir in deinem Kämmerlein und ich werde dich führen. Doch fragen sich einige von euch, warum ich nicht über jene gesprochen habe, die an jenem Tag nicht für mich gehen werden. Warum denkt ihr über solche Dinge nach und macht euch Sorgen? Diese werden in der Welt sein und die Welt wird sie abgrundtief hassen. Deshalb spreche ich zu ihnen von der Überwindung der Welt, damit sie Vertrauen haben und Frieden finden können.
Doch jene, die eingesammelt wurden und die Märtyrer, werden nicht mehr in der Welt sein. Was mehr soll ich zu ihnen sagen? Denn sie werden bei mir sein, wo ich bin. Glaubt ihr immer noch, dass diese Art von Gemeinschaft mit mir nur durch meine Propheten erreicht wird, deren Ohren ich geöffnet habe? Kommt zu mir, ich bin immer bei euch, bis zum Ende dieses Zeitalters, ja bis die Zeit jegliche Bedeutung verloren hat. Und doch strebt ihr und sorgt euch. Es ist an der Zeit, meine Worte in euch zu erfüllen, indem ihr mit Hingabe vertraut, ohne Erwartungen gehorcht und ohne Bedingung liebt, sagt der Herr.